Ich fange jetzt einfach direkt an, ne? Ja. Sehr schön. Ja, hallo zusammen. Willkommen zu einer weiteren Folge Spaß mit Glas. Wie letztes Mal angekündigt, möchte ich heute mal wieder ein Video drehen über den UG-Wert. Da habe ich ja letztes Mal schon mal ein kleines Video zu gemacht und das wollte ich auch auf Wunsch hin in dieser Folge mal ein wenig erweitern, ausnahmsweise, um es mal etwas detaillierter zu erklären, weil ich glaube, dass das ein sehr spannendes Thema ist und vielleicht auch für Neulinge in der Glasbranche, aber auch für ein ganz breites Feld von verschiedenen Leuten von Interesse ist, was überhaupt genau der UG-Wert ist und wie er sich zusammensetzt. Ja, den Begriff UG-Wert, den spricht man sehr leicht aus, den kennt wahrscheinlich auch jeder, aber lang ausgesprochen ist das Wort relativ kompliziert. Es heißt nämlich Wärmedurchgangskoeffizient und da ist der Name Programm. Letztendlich soll dieser Koeffizient angeben, wie viel Wärme von einem warmen Innenraum zu einem kalten Außenraum übertragen wird. Das Kürzel UG, also das kleine G, das steht für Glazing, also für Isolierverglasung und zeigt an, dass es hier um Wärmedurchgang in einem Isolierglas geht und nicht durch eine Betonwand oder ähnliches. Ansonsten ist das große U aber international gebräuchlich für verschiedene Materialien. Wie viele Sachen ist in Deutschland, aber auch in Europa auf der einen Seite genormt, wie man so einen UG-Wert berechnet. Auf der anderen Seite basieren solche Berechnungen natürlich auf physikalischen Grundlagen, denn diese Werte sind ja nicht geraten. Da möchte ich mal ein bisschen skizzieren, wie sich dieser UG-Wert nun zusammensetzt. Dazu habe ich mir ein Isolierglas genommen, um es etwas anschaulicher zu machen. Und da bin ich jetzt auf eure Hilfe angewiesen. Ihr müsst euch nämlich jetzt gedanklich vorstellen, dass dieses Isolierglas, das ist ein Zweifach-Isolierglas, also zwei Glasscheiben mit Zwischenraum, in einem Haus eingebaut ist, nämlich auf dieser Seite in einem warmen Wohnzimmer, sagen wir mal, und auf der Außenseite ist kalter Winter. Das heißt, die Wärme, die soll möglichst im warmen Innenraum bleiben. Und draußen ist es kalt und ihr möchtet Heizkosten möglichst reduziert halten und der Umwelt was Gutes tun. Und deswegen soll jetzt ein Glas in der Mitte sein, was eine gute Wärmedämmung hat. Wie kommt man jetzt dahin? Bevor ich es vergesse, wenn ihr mit technischen Werten von Gläsern zu tun habt, dann seht ihr fast immer Prozentzahlen, also irgendwie mal Zahlen von 100 oder bis runter bis auf 0%, wenn es zum Beispiel um Energietransmission oder Lichtdurchlässigkeit geht. Das ist beim UG-Wert nicht der Fall, denn das ist eine wirklich harte physikalische Größe, die nicht in Prozent angegeben wird, sondern die insgesamt sogar eine Einheit hat. Und diese Einheit ist Watt pro Quadratmeter pro Kelvin. Das heißt Watt, also wie viel Energie pro Zeit geht durch die Verglasung pro Quadratmeter Fläche pro Kelvin oder Grad Celsius Temperaturunterschied. Denn das ist auch wichtig zu merken und zu verstehen. Wärme fließt immer nur von einem warmen Bereich zu einem kalten. Das heißt, wenn es eine Temperaturdifferenz gibt, zum Beispiel vom warmen Innenraum zum kalten Außenraum. Wenn beide Seiten gleichermaßen dieselbe Temperatur haben, dann fließt auch keine Wärme. Bei der Norm handelt es sich um die sogenannte DIN EN 673. Und die beschreibt, wie gesagt, konkret, wie man jetzt in einem Prospekt oder allgemein den UG-Wert berechnet und hinterher dann auch angibt, damit man auch unterschiedliche Isolierverglasungen voneinander trennen kann. Und welcher Wert dahinter herauskommt, das hängt jetzt von folgenden Faktoren ab. Insgesamt ist wichtig, erstmal zu verstehen, das kann man vielleicht sogar noch anschaulich machen, was passiert eigentlich genau, wenn es jetzt innen warm und außen kalt ist. Dann kann man sich diesen Prozess, dass die Wärme quasi von innen nach außen geht, in drei Bereiche unterteilt vorstellen. Einmal muss die Wärme vom Innenraum auf die Scheibe übertragen werden, auf die Innenscheibe. Dann muss die Wärme durch die Isolierverglasung durchgehen. Und im dritten Schritt muss dann die Wärme übergehen in den Außenraum. Das heißt, was ihr euch prinzipiell merken könnt, ist, um den UG-Wert zu berechnen, setzt er sich quasi wie eine Summe oder konkret wie so eine inverse Summe zusammen. Aus einem inneren Wärmeübergangskoeffizienten, einem Durchlasskoeffizienten und einem äußeren Wärmeübergangskoeffizienten. Und diese drei Teile, die kann man nun einzeln voneinander berechnen. Ich fange mal von meiner Seite aus mit dem interessantesten an. Das ist nämlich der
Durchlasskoeffizient durch die Isolierverglasung, denn die bestimmt maßgeblich, wie gut hinterher eure Wärmedämmung ist. Wovon hängt es jetzt genau ab, wie viel Wärme durch so eine Isolierverglasung durchgeht? Auf der einen Seite gibt es eine bestimmte Wärmeleitung vom Glas, also wie gut leitet das Glas die Wärme, und auch der Zwischenraum, wie gut leitet das Gas im Zwischenraum die Wärme. Und dann gibt es aber noch zwei weitere Komponenten, wo ebenfalls Wärme drüber verloren gehen kann, nämlich einmal die berühmt-berüchtigte Wärmestrahlung. Das heißt, ihr wisst, jeder Körper strahlt Wärme ab. Wir kennen das aus Kriminalfilmen. Ich glaube, ich habe es letztes Mal schon erwähnt. Ansonsten mache ich es gerne jetzt nochmal. Wenn man solche Infrarotscanner hat, dann kann man immer nachgucken, ob sozusagen Leichen im Keller sind oder ob Geiseln noch leben. Das heißt, ob Leute, wenn sie noch wärmer sind, eine gewisse Wärmestrahlung haben. Und dasselbe, das gilt letztendlich auch für ein Glas. Das heißt, wenn das Glas auf einer bestimmten Temperatur ist, dann strahlt es Wärme ab und verliert dadurch sozusagen Energie. Aber diesen Wärmeverlust, den kann man sehr gut reduzieren mit gezielten Beschichtungen, die dafür sorgen, dass man bei derselben Temperatur quasi weniger Wärme abstrahlt. Ja. Das ist zum Beispiel wie bei, wo war es? Ich glaube, bei James Bond Goldfinger war es. Da wurde mal eine Frau komplett mit Gold überzogen. Bei diesem Goldüberziehen, da passiert im Prinzip dasselbe, dass so eine Person dann nicht mehr so gut Wärme abstrahlen kann und sozusagen dann auch eine gute Wärmeisolierung darstellen würde. Genauso machen das unsere Beschichtung auf dem Glas auch. Und als drittes gibt es die sogenannte Konvektion. Das heißt, bei der Konvektion, das könnt ihr euch wie so einen internen Wind vorstellen, da ist jetzt der Gaszwischenraum jetzt nicht einfach starr im Isolierglas drin, sondern er wird dann anfangen, sich zu bewegen. Ihr wisst, warme Luft steigt nach oben, deswegen kann man sich irgendwie schon vorstellen, dass dann irgendwo auch theoretisch irgendwelche Wälzbewegungen stattfinden könnten im Isolierglas. Und die sind aber immer schlecht, weil die immer dafür beitragen würden, dass quasi Wärme von der inneren Scheibe durch diese Umwälzung abgetragen wird, auf das Gas übergeht und dann hinterher an die kältere Scheibe übertragen wird. Das heißt, da muss man von vornherein sehen, dass man möglichst diese Konvektion unterbindet. Und auch da weiß man physikalisch relativ gut, wie man so etwas machen kann. Das heißt, unterm Strich kann man schon mal festhalten, um eine gute Wärmedämmung zu erzeugen, muss man eine Kombination haben aus vielen Gläsern, die jeglichen Widerstand bieten, um überhaupt Wärme von innen nach außen zu verlieren. Das heißt, man muss die Wärmeleitung reduzieren, die Wärmestrahlung und auch die Konvektion unterbinden. Das geht dann halt besonders gut, wenn man anfängt, Isoliergläser zu bauen. Das heißt, prinzipiell könnt ihr euch schon vorstellen, die Wärmedämmung wird immer besser, je mehr Scheiben man nimmt. Das heißt, anstelle von einer Einzelscheibe fängt man erstmal an, eine zweite Scheibe mit einem Gaszwischenraum zu nehmen. Und noch besser wird es dann sogar werden, wenn man eine Dreifach-Isolierglasscheibe nimmt, die ja heute auch schon guter Standard ist. Von meiner Seite, oder vielleicht für einige Zuhörer von Interesse sein könnte, ist vielleicht folgende Analogie. Also, ich habe mich jetzt relativ lange mit dieser DIN EN 673 beschäftigt. Die ist übrigens 20 Seiten lang. Das heißt, ganz kurz ist sie nicht, aber man kann sie durchaus lesen. Sie erfordert aber schon ein bisschen Interesse an physikalischen Sachen. Was mir insgesamt aufgefallen ist, dass diese Berechnung von der Wärme durch von diesen Wärmedurchgangskoeffizienten so relativ eng verknüpft ist mit vielleicht eher bekannten Berechnungen von elektrischen Widerständen. Also wer aus der Schule noch irgendwie Berechnungen mit Reihenschaltung und Parallelschaltung kennt, der findet da eine ganze Menge Analogien in dieser Norm wieder. Das heißt, da guckt man genauso. Mensch, Wärme muss auf der einen Seite immer weiter übertragen werden, als Übergang durch die Verglasung durch und dann zurück. Und auf der anderen Seite gibt es aber parallele Wege, also wie kann Wärme verloren gehen über Wärmeleitung oder über Wärmestrahlung? Und die Berechnung dazu, wenn man da mal genau hinguckt, das ist nichts anderes als, wie addiert man parallele und serielle Widerstände. Mal nur nebenbei bemerkt für diejenigen, die es interessiert. Bei der Wärmestrahlung, da ist es jetzt nun mal so, dass die besonders gut dann reduziert werden kann, wenn die sogenannte Emissivität von einer Beschichtung, die wir in die Verglasung reingeben, sehr, sehr niedrig ist. Dann ist der sogenannte Strahlungsaustausch zwischen der wärmeren inneren Scheibe und der kälteren äußeren Scheibe sehr, sehr stark reduziert. Und damit können wir dann sehr effektiv schon mal diesen Kanal, also diesen Verlustweg von der Wärmestrahlung sehr weit eliminieren. Das heißt, da können wir dann schon mal einen Haken hinter machen, wenn wir eine tolle Wärmedämmbeschichtung haben, die es heutzutage standardmäßig in allen Wärmedämm- und Sonnenschutzbeschichtungen gibt.
ja, klassischer Trick nebenbei bemerkt, wenn ihr zu Hause nachgucken wollt, Mensch, ich sehe die Beschichtung gar nicht, die ist ja unsichtbar, habe ich sowas auch, nehmt mal ein Feuerzeug und macht es an und schaut euch mal die Reflexionsfarben an und dann müsstet ihr sehen, wenn ihr eine Wärmedämmbeschichtung habt, dass diese Beschichtung da eine etwas andere Farbe ergibt. Das heißt, dann könnt ihr schon mal sicher sein, oh, so schlecht kann meine Wärmedämmung gar nicht sein. Das Zweite, was man wählen kann und variieren kann, das ist das Füllgas, was man in der Mitte hat. Da versucht man auch, ein Gas zu nehmen, was eine möglichst schlechte Wärmeleitung hat, einfach damit die Wärmedämmung besonders gut geht. Und deswegen ist man schon vor langer Zeit übergegangen, anstelle von Luft sogenannte Edelgase zu nehmen. Ja, das waren die, die im Periodensystem ganz rechts stehen. Ne? Also Argon, Krypton und so weiter. Kennt man vielleicht auch von, wie heißt er, Superman. Also das sind Edelgase, die sich dadurch auszeichnen, dass die erstmal chemisch in Erd sind. Das heißt, da passiert erstmal nichts mit, die halten sehr lange. Und zweitens, dass die einfach wirklich eine sehr schlechte Wärmeleitung haben und damit sehr gut geeignet sind, um in einen Zwischenraum einzufüllen. Und deswegen macht man das. Das am meist verwendete Edelgas ist mit Abstand Argon. Es gibt aber noch andere. Manche nutzen auch Kryptonfüllung, weil das sogar noch eine etwas bessere Wärmedämmung liefert. Allerdings ist das dann meist auch etwas teurer und vielleicht ist es auch von der Verfügbarkeit etwas ungünstiger. Aber es ist durchaus machbar. Ach, und was dann noch wichtig ist, ist halt diese eben angesprochene Konvektion zu reduzieren. Das heißt, wie kriegt man es eigentlich verhindert, dass jetzt solche Wälzbewegungen in dem Glas stattfinden, damit jetzt die Wärme nicht zusätzlich noch von innen nach außen übertragen wird. Und das stellt man interessanterweise über den Scheibenzwischenraum ein. Denn physikalisch zeigt sich, wenn man den Abstand nicht zu groß macht, dann können sich diese Konvektionsbewegungen nicht ausbilden. Ja, und dementsprechend kann man dann in Abhängigkeit von dem Gas, was man verwendet hat, einen optimalen Abstand zwischen den Glasscheiben finden, der dann für eine optimale Wärmedämmung sorgt. Zum Beispiel beim Zweifachisolierglas, wenn man standardmäßig Argon hat, stellt sich heraus, dass der optimale Abstand zwischen 15 und 16 mm liegt. Und dementsprechend werden die Isoliergläser in Europa standardmäßig meistens mit 16 mm ausgeführt, weil man da dann die beste Wärmedämmung bekommt. Es findet noch keine Konvektion statt. Zusätzlich, also die Konvektion wird starten, wenn man den Scheibenzwischenraum jetzt noch größer macht. Stellt man dann rechnerisch tatsächlich fest, dass der UG-Wert dann wieder schlechter wird. Aber den Zwischenraum auf der anderen Seite noch kleiner zu machen, ist auch schlecht, weil dann schlägt die Wärmeleitung wieder zu und von daher hat man dann einen guten Kompromiss bei 16 mm. Bei Krypton ist der Abstand sogar kleiner, der müsste irgendwo bei 9 bis 10 mm liegen. Deswegen kann man, wenn man Krypton als Edelgas wählt, Isoliergläser kleiner bauen und hat trotzdem eine sehr, sehr tolle Wärmedämmung. Dann gibt es noch die eben angesprochenen Wärmeübergangskoeffizienten innen und außen. Die sind jetzt in gewisser Hinsicht nicht ganz so einfach zu berechnen, beziehungsweise man muss Annahmen machen, weil diese Wärmeübergangskoeffizienten davon abhängen, wie die Umweltbedingungen an der Verglasung sind. Also ganz plakativ gesprochen, das könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wenn starker Wind ist oder wenn generell keine Windstille ist, dann kann dieser Wind Wärme mit abtragen. Das kennt man vielleicht selber, wenn man sich verbrannt hat, damit Wärme abgeführt werden kann. Und dasselbe passiert im Prinzip auch bei einem Fenster. Also bei Wind ist typischerweise der Wärmeübergang höher, das heißt, dann wird schneller Wärme verloren gehen. Aber um jetzt eine Vergleichbarkeit entsprechend einer Norm zu machen, muss man da halt Annahmen treffen, um eine Vergleichbarkeit herzustellen. Und deswegen hat man mehr oder weniger für die Wärmeübergangskoeffizienten innen und außen fixe Werte sich überlegt. Und die sind dann in der Norm festgeschrieben. Und die werden dann verwendet, um dann hinterher insgesamt den UG-Wert zu berechnen. Eine kleine Nuance muss ich dazu aber noch erwähnen. Das gilt nicht ganz genau für den inneren Wärmeübergang, denn da hat man nicht wirklich einen ganz festen Wert verwendet, sondern wenn man da den Spezialfall hat, dass man auf der Innenscheibe noch eine Beschichtung hat, die eine niedrige Emissivität hat, dann darf man die ebenfalls mit einberechnen und die dann quasi in der UG-Wertberechnung mit dazu nehmen, um einen besonders guten UG-Wert zu erreichen. Das heißt, wenn ihr eine Wärmedämmbeschichtung, eine sehr robuste, sogar ganz auf der Innenseite vom Glas hat, also nicht zum Scheibenzwischenraum, sondern wirklich ganz hier außen, dann wird das zur Wärmedämmung beitragen und ihr kriegt sogar noch eine bessere Wärmedämmung hin. Dasselbe wird sogar gelten, wenn ihr so eine Wärmedämm-Low-E-Beschichtung auf der Außenseite habt.
aber die darf man nicht mit einrechnen in der Norm, weil es könnte ja zum Beispiel sein, dass wenn Kondensat stattfindet oder wenn Regen stattfindet, dass dieser Regenfilm quasi diese Beschichtung überdeckt und dann ist diese gute Emissivität wieder weg. Also unterm Strich, was mir bei UG-Wertberechnung aufgefallen ist, sind einerseits zwei Sachen. Auf der einen Seite, wisst ihr ja, dass ich Physiker bin, wenn man diese Norm liest, das ja, weckt Erinnerung und macht in gewisser Hinsicht Spaß, weil man feststellt, Mensch, das kann man irgendwo nachvollziehen. Die Formeln sind nicht immer ganz einfach und fallen dann entsprechend auch irgendwo mal vom Himmel. Aber wenn man sich reinkniet, kann man sie nachvollziehen. Auf der anderen Seite, da sie nachvollziehbar sind, kann man dann, und man schluckt sie quasi, kann man dann die Berechnung auch verstehen und auch so ein bisschen nachvollziehen, wo es herkommt. Also wie eben gesagt, man muss bei der Wärmedämmung sehen, dass man sowohl die Wärmeleitung, die Konvektion als auch die Wärmestrahlung reduziert. Wie macht man das? Möglichst viele Gläser, guten Scheibenzwischenabstand, gutes Zwischengas, eine schöne wärmedämmende Low-E-Beschichtung und damit hat man ein Komplettpaket, was sehr gut als Wärmedämmung fungieren kann und da kann man dann auch gedanklich schon verstehen, wie es funktioniert. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ja, dass so ein Wert letztendlich auch eine Art Prospektwert ist, weil naja, man gewisse Annahmen machen muss und so sollte der Wert dann auch behandelt werden. Da ist mir dann des Öfteren in den letzten Jahren schon aufgefallen, Mensch, dass es auch im Gespräch sinnvoll ist, wirklich sich nochmal klar zu machen, wann geht überhaupt Wärme verloren. Zum Beispiel nur dann, wenn es draußen kälter ist als drin. Also Wärmedämmung ist vor allem im Winter wichtig, also auch dann, wenn ihr heizen müsst. Und aber auch, dass man, das ist meine Meinung zumindest, gut diskutieren kann, wie sinnvoll das ist, um so einen UG-Wert jetzt auf die zweite Nachkommastelle zu diskutieren. Also da halte ich von technischer Seite nicht viel von, ist aber sicherlich was, was wir auch gerne in den Kommentaren diskutieren können oder auch weiter mal. Also da würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, mehr fällt mir gerade zum Thema UG-Wert nicht ein. Wenn ihr noch Fragen habt oder wenn euch zwischendurch mal solche längeren Formate gefallen, schreibt es in die Kommentare. Es werden auch wieder dann irgendwo kürzere stattfinden. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Macht's gut und bis dann.